Hallo Leute! Na? Hat es euch in der Schule schon häufig erwischt mit einer Gedichtanalyse? Alles halb so schlimm. Ich zeige euch, was du dazu wissen musst, und zwar an einem praktischen Beispiel. Ich habe euch heute ein Gedicht mitgebracht, das ist in dieser Box hier drin und ich bin so aufgeregt und das werde ich jetzt für euch hier auspacken. Los geht's! Interpretieren bedeutet, dass ihr das Gedicht übersetzt. Ja, so wie man einen Text aus dem Englischen übersetzt. Übersetzt ihr auch ein Gedicht aus der Sprache des Dichters in die normale Sprache. Ein Gedicht hat immer eine Form und einen Inhalt. Wenn es nur um den Inhalt ginge, dann könnte der Dichter ja auch hinschreiben: Ich liebe dich, Punkt. Ist allen klar, worum es geht. Bei einem Gedicht wird diese Aussage ein klein wenig mehr verpackt. Leider muss man jedes Gedicht einzeln ansehen. Es gibt keine Gebrauchsanweisung, die immer funktioniert. Deswegen will ich euch eine Interpretation an einem Gedicht von Goethe vorführen. Das Alter. Das Alter ist ein höflich Mann. Einmal übers andere klopft er an. Aber nun sagt niemand, herein. Und vor der Türe will er nicht sein. Da klingt er auf, tritt ein so schnell. Und nun heißt's, er sei ein grober Gesell. Unsere Gedichtinterpretation hat drei Teile: die Einleitung, den Hauptteil und den Schluss. In der Einleitung nennen wir den Namen des Autors, den Titel des Gedichts, wann es geschrieben wurde und das Thema des Gedichts. Im Gedicht Das Alter von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1815 behandelt der Autor die Schrecken des Alterns. Das Schlimme am Altwerden ist nicht, dass wir Menschen alt werden, sondern dass wir es so lange ignorieren, bis es nicht mehr geht. Dann sind wir schockiert, dass wir plötzlich alt sind und dann ärgern wir uns. Oder schöner formuliert, hadern mit unserem Schicksal. Im Hauptteil erläutern wir im Einzelnen, was uns an dem Gedicht auffällt. Und wir gehen dabei Schritt für Schritt vor. Wichtig ist, wenn wir etwas behaupten, dann begründen wir unsere Behauptung und dann beweisen oder belegen wir sie durch den Text. Wenn wir die Botschaft auspacken, dann müssen wir die Form auseinandernehmen. In YouTube-Deutsch Unboxing. Was sehen wir uns an? Formaler Aufbau. Sprache und Stil. Welche Wortarten kommen vor? Welche Wortfelder? Satzarten? Sprachliche Mittel wie Metaphern, Stilmittel. Wer spricht? Eventuell lyrisches Ich? Wird jemand angesprochen? Ist es ein Traum? Oder geht es um ein wirkliches Ereignis? Fangen wir mal vorne an. Der Titel und der Gedichtanfang machen klar, worum es geht. Um den Prozess des Alterns. Das Alter ist für Goethe aber nichts, was einem einfach widerfährt. Der Dichter personifiziert das Alter mit einem Mann. Goethe macht auch darauf aufmerksam, dass wir eine gespaltene Haltung zum Älterwerden haben. Die Aussage im letzten Vers widerspricht der Aussage im ersten Vers. Erst ist das Alter ein höflicher Mann, dann ein grober Gesell. Ganz offenbar ändert sich unsere Einstellung zum Alter, je nachdem, wie sich das personifizierte Alter benimmt. Ihr habt es gemerkt, ich habe hier nicht nur auf den Text selbst, auf den Inhalt Bezug genommen, sondern auch auf die Form. Bei Gedichten ist nichts zufällig und dass oben höflich steht und unten grob, also ein Gegensatz, das ganze Gedicht umklammert, da schrillen die Alarmglocken. Das muss ja was bedeuten. Hier ist es einfach, es geht um eine Entwicklung. Vorher und nachher. Aber machen wir mal weiter. Solange sich das Alter nur leicht bemerkbar macht, nehmen wir das positiv zur Kenntnis. Man könnte an Jugendliche denken, die gerne älter wären, als sie sind und jeden Geburtstag herbeisehen, vor allem den 18. Das empfinden wir als höflich. Weniger gefällt uns schon, dass das Alter hartnäckig ist. Einmal übers andere anklopft. Niemand ruft herein, bedeutet nichts anderes als, dass wir das Alter ignorieren. Als höflich empfinden wir das sicher schon nicht mehr, denn ein höflicher Mann würde wieder gehen, wenn man ihn nicht willkommen heißt. Aber es gibt keine Chance, dem Besuch des Mannes zu entgehen. Das personifizierte Alter hat seinen eigenen Willen und setzt ihn auch durch, indem es durch die Tür geht. Denn vor der Türe will er nicht sein. Hier ist mir das Wort will aufgefallen. Normalerweise würden wir sagen, das Alter ist so wie das Wetter. Es ist da. Man kann sich zwar darüber ärgern, aber man kann es ja nicht ändern. Goethe hat aber aus dem Alter einen Mann gemacht, es personifiziert. Warum schreibt er nicht, er muss hinein, muss, weil die Natur es verlangt? Nein, er spielt damit, dass wir schon fast beleidigt sind, weil wir älter werden. Beleidigt kann man aber nur gegenüber einem Menschen sein oder eben einer Personifikation. Dass Goethe den Lesern vor Augen führen will, wie wir das Alter verdrängen, wird an der Formulierung "tritt ein so schnell" sichtbar. Offenbar fühlen wir uns überrumpelt, weil das Alter so plötzlich kommt. Natürlich hat der Mann lange geklopft, doch wir haben es erst ignoriert, dann verdrängt, sodass wir dann überrascht sind, wenn er hereinkommt.
Und natürlich empfinden wir dieses gewaltsame, also grobe Eindringen als Frechheit. Auch wenn bei diesem kurzen Gedicht wenig Platz für sprachliche Mittel ist, finden wir doch einige. Die Personifizierung haben wir schon erwähnt. Jetzt sehen wir mal, ob auch im Aufbau des Gedichtes etwas steckt. Goethe gliedert seinen Text in drei Abschnitte, die mehrfach unserer Lebenserfahrung entsprechen. Die Gliederung ergibt sich vor allem aus den drei aufeinanderfolgenden Reimpaaren, die das Gedicht ordnen. Mann an, herein sein, schnell Gesell. Da es im Gedicht thematisch um das Alter geht, liegt es hier nahe, dass sich hier die drei Lebensalter Jugend, Erwachsenenzeit, Greisenalter widerspiegeln. Aber auch der Prozess von keinen Bock mehr haben, verdrängen, sich ausgeliefert fühlen, dem viele Menschen beim Alter eben durchmachen. Und nun kommt der Schlussteil, in dem wir nochmals zusammenfassen und wieder auf unsere Deutungshypothese zurückkommen, nämlich, dass das Schlimme nicht das Altern an sich ist, sondern dass wir es so lange ausblenden, bis es nicht mehr geht. Insofern ist Goethes Gedicht eine im Ton heitere Mahnung an uns, uns mit dem Alter zu beschäftigen. Wenn wir nicht überrumpelt sein wollen und das Alter als Zumutung empfinden wollen, ja, dann müssen wir anders damit umgehen. Man kann sich am Ende einer Analyse auch immer die Zeit anschauen, in der das Gedicht entstanden ist. Da hilft es auf jeden Fall, sich die Lebenssituation des Autors anzuschauen. Gehen wir mal in das Jahr der Veröffentlichung 1815. Da war Goethe bereits 66 Jahre alt. Ist jetzt nicht verwunderlich, dass Goethe mit dem Eintritt in seine letzte Lebensphase ein solches Gedicht verfasst. Er selbst wird die Mühen des Alterns am eigenen Leib erfahren haben. Deswegen trägt dieses recht heitere Gedicht einen selbstironischen Zug. Goethe schmunzelt darüber, dass er und wir alle so naiv mit dem Altern umgehen. Eine wirkliche Alternative sieht er aber nicht. Denn er ruft uns nicht dazu auf, den höflichen Mann hereinzubitten. Es ist eben ein zutiefst menschliches Verhalten, auf die ewige Jugend zu hoffen. So, jetzt haben wir mal eben auf die Schnelle eine Gedichtinterpretation gemacht. Das Paket ist ausgepackt und einige Dinge, die wir aus unserem Gedichtepaket hier geholt haben, könnt ihr auch bei anderen Gedichten untersuchen. Insofern ist das hier eine Art Unboxing-Vorlage für weitere Gedichte. Aber Vorsicht, jedes Gedicht ist natürlich etwas anders und ihr müsst neue Detektivarbeit leisten. Habt ihr noch Fragen zur Gedichtanalyse, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!